So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück beim OFM. Meine Fresse, da habe ich euch jetzt hier, ich glaube, bald 10 Tage lang warten lassen, oder? Was war denn da bitte los? Ja, viel zu tun, viel Stress, alles drumherum und da schafft man es nicht mal gemütlich, ja, die Kamera auf dem Bildschirm zu stellen und eine kurze Folge OFM zu machen. Tut mir leid, an der Stelle erstmal sorry für die lange Wartezeit, dass ihr auf die nächste OFM-Folge wieder einmal länger warten musstet als geplant, ganz klar. Wir gehen mal rein, wie habe ich ihn gespielt? Gewonnen. War mir ganz wichtig. Gestern Abend war ich noch so ziemlich lange wach, bis um 1 Uhr, bis um 1 Uhr war ich wachgelegen und hab auf mein Smartphone geschaut, wie ich denn nun spiele gegen den direkten Verfolger in der Liga. Gehen wir doch mal rein. Ich habe gewonnen gegen FC Stobbe. Deine Stärke von 34, ich von 39 mit 1-2 auswärts gewonnen. Und dadurch konnte ich jetzt 4 Punkte Abstand gewinnen zu meinem, ja, direkten Verfolger. Unser Führender hier auf Platz 1, keltischer FC, mit einer Mannschaftsstärke von, ich guck mal gerade eben rein, 40. Hatte ich letztes Jahr auch gehabt. Ich habe sogar über 40 gehabt, glaube ich, letztes Jahr. In der letzten Saison. Hab ja viel verkauft. Ist hier unangefochten auf Platz 1, hat alle 14 Spiele bisher gewonnen, also räumt die Liga auf. Für mich geht es dann doch eher wirklich momentan um Platz 2 und da bin ich ganz froh, dass ich mich jetzt so ein bisschen abheben konnte oder ja ein bisschen Distanz aufbauen konnte von 4 Punkten gegen FC Stobbe. Hoffentlich stolper ich jetzt nicht irgendwo, ich hoffe mal er stolpert hier und da und das Ganze wird noch ein bisschen souveräner. Ansonsten erstmal vielen Dank für die ganzen Liga-Talk-Grüße und natürlich gehe ich jetzt mal in den Fun-Cup, denn da bin ich relativ früh ausgeschieden, extrem früh. Ich bin, glaube ich, bloß Vierter oder so geworden in der Gruppe oder Fünfter oder Sechster oder, keine Ahnung, ziemlich weit hinten. Da sind auch schon die Halbfinalergebnisse. Gucken wir gleich rein, wo haben wir denn meine Gruppe gehabt? Und zwar hier. Ja, ich bin nur Sechster geworden, 6 von 8, habe wirklich nur 8 Punkte einheimsen können. FC Hinterland, Allershausen, Berlin Zockers, die sind alle weiter. Wir sehen auch momentan im Halbfinale stehen FC Alles Banane und FC Maradona trennen sich hier mit 1-2 für Maradona. Und dann gibt's, wo ist denn, der spielt in der Türkei, in der türkischen Liga, alles klar. Und dann haben wir hier noch ägyptische Krieger gegen SV Kirchschönbach. Gewinnen nach der Verlängerung, ägyptische Krieger gewinnen aus der ägyptischen Liga, mit 2-0. Und demnach müsste auch schon bald, das Finale feststehen. Wir gehen mal in den 13. Ich glaube, das ist jetzt schon abgegolten, oder? K.O.-Runde. So sieht's aus. FC Maradona gegen ägyptische Krieger stehen im Finale. So die türkische, einer aus der türkischen Liga, sowie eine Mannschaft aus der ägyptischen Liga, stehen im Finale des allerersten Gold Cups auf Server 2. An der Stelle schon mal gleich Glückwunsch an diejenigen, die so weit gekommen sind. Ich bin gespannt, freue mich natürlich, jetzt ist erstmal ein Spieltag Pause, also am 15. findet kein statt, das Finale findet dann am 16. Spieltag statt, also übermorgen. Also haben wir nochmal Zeit, gucken wir nochmal rein, freue mich tierisch, auch nochmal ein riesen Dankeschön für das, enorme Mitmachen, für die rege Teilnahme bei diesem Cup. Richtig geil, wir haben es wirklich geschafft, 128 Member hier reinzukriegen, Mannschaften reinzubekommen. Ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelne Gruppe ein, würde doch ein bisschen den Zeitrahmen sprengen, aber ich denke mal, ihr werdet auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß gehabt haben. Hier El Homo sehe ich hier in Gruppe B, das muss genannt werden. Sehr cool. Okay, meine Lieben, ich habe noch ein bisschen Details für euch, was ich gemacht habe. Und zwar mein Stadion habe ich ausgebaut. Und zwar nur noch eine Woche. Ich habe jetzt das ganze Stadion auf Überdachung getrimmt. Erstmal sacken lassen, ne? Also die Südtribüne, Nord-, Ost- und Westtribüne werden jetzt nach dem nächsten Spieltag alle ein Dach haben. Das war die günstigste Variante, die ich mir leisten konnte, um dieses ganze Stadion auf einen Ruck mal abzudaten oder mal zu verbessern. Das hat mich jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Spieltage gekostet. Aber dafür kann ich jetzt demnächst jede Tribüne für 26 Euro verkaufen. Ich bin davon überzeugt, dass der eine oder andere sagt, Mensch, Bergi, da gibt's bestimmt einen besseren Weg, wie man es sinnvoller machen kann. Ich hatte aber nicht genügend Geld, ich hatte bloß 1,5 Millionen, die ich sogar aufgenommen hatte. Ich bin sogar jetzt tierisch in den Miesen, das heißt, ich bin auf die Einnahmen durch das neue Stadion angewiesen, um mich schnell wieder zu amortisieren, also schnell wieder Geld reinzuholen, damit ich zumindest den Kredit mal ein bisschen tilgen kann und auch mein Konto wieder in die schwarzen Zahlen bringen kann.
Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt, ob ich dann wirklich das Stadion ausverkauft kriege. Sollte kein Problem sein. Ich kann fast das Doppelte an Eintrittsgelder für eine überdachte Tribüne nehmen. Gebe ich euch Bescheid, sehen wir dann gleich, also sehen wir dann auf jeden Fall demnächst in den nächsten ein, zwei Folgen, wie es dann läuft. Zuschauer-Ligaspiele, aktuell in der Saison, ihr seht es. Bisher habe ich nicht so viel eingenommen, Ligaspiele, 348 Zuschauer, 400 Plätze bleiben ja gleich, auch nach dem Ausbau. Dafür sind sie aber alle überdacht. Hier sehen wir das, ich habe 40.000 Euro eingenommen, das ist eigentlich gar nichts, das ist gar nichts. Da müsste ich auf jeden Fall so auf die 100 bis 200.000 kommen pro Ligaspiel zu Hause, also sprich 18 Partien. Das muss, ja, 17 Partien, ne? 17 Partien sind es, genau, die ich zu Hause ja vollführen werde. Also bin ich mal gespannt, wie das läuft, ob ich da wieder rauskomme aus der Misere. Drückt mir die Daumen, dass das klappt. Spieler kann ich keine verkaufen. Meine Mannschaft ist ja verjüngt worden. Das seht ihr hier. Ich habe überwiegend recht junge Spieler, einen guten Altersdurchschnitt von 26. Auch die wirklich starken Spieler teilweise, die recht jung sind, die jetzt nachrücken. Hier haben wir einen 19-jährigen, 22, 22, 23. Natürlich auch ein paar ältere Recken, die aber noch nicht, sag ich mal, so weit über der 30 sind. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Einfach mal durchlaufen lassen jetzt die Saison. Es sind ja noch eine ganze Menge Spieltage, die gesamte Rückrunde noch. Da passiert noch eine ganze Menge. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es läuft. Bin auch ja, ganz gespannt, wie es bei euch so läuft. Der eine oder andere schickt mir ja regelmäßig Nachrichten und ich gucke ja da auch regelmäßig mal rein. Momentan habe ich auch wieder fünf Nachrichten, die ich dann gleich mal lesen muss. Mal schauen, was da läuft. Klasse OFM-Video von DSD und noch wieder ein paar Freundschaftsanfragen. Und natürlich, liebe Leute, vergesst nicht, Friendlies. Wenn ihr mich so ein bisschen unterstützen wollt, hier Friendly, damit ich aus der Misere rauskomme, immer schön einladen. Ich spiele auch ganz gerne gegen stärkere Mannschaften. Macht nichts, wenn ich verliere. Gegen schwächere kann ich auch spielen, dann spiele ich zu Hause. Je nachdem. Momentan kann ich nichts ausgeben, das ist klar. Das heißt, ich bin in den Miesen. Das heißt, solltet ihr ja, einen zu hohen Antrittsgeld oder Antrittspreis verlangen, kann ich es leider nicht annehmen. Okay, ich denke mal, so ist alles klar. Ich freue mich einfach auf die nächsten Folgen. Mal gucken, wie es läuft. Ich bin immer gespannt. Ich klicke jeden Morgen rum im OFM. Heute habe ich es geschafft, mal wieder ein bisschen aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder, liebe Leute. 7 Minuten sind rum. Kurzer Statusreport. Es war nicht lang, aber dafür präzise auf den Punkt gebracht. Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, sagt mir Bescheid. Aber wir können nochmal reingehen in meine Jugend. Das können wir uns nochmal anschauen. Und wo haben wir es hier? 16 Jahre alt, Stärke 2. Finde ich sehr geil. Ich habe die ersten. Ich habe hier ein bisschen ausgedünnt, damit es nicht so teuer ist, damit ich hier ein bisschen ja, Geld sparen kann. Mal gucken, wie es jetzt weiterläuft. Der möchte hier verpflichtet werden, der 18-Jährige. Hat aber nur eine Stärke von 1. Sehe ich nicht. Was soll ich mit dem, ne? Ist eine große Frage. Macht das Sinn oder nicht? Die beiden werde ich auf jeden Fall behalten hier. Vor allem ihn hier mit einer Stärke von 2 mit 16. Das kann, wenn er durchläuft, noch bis 19. Kann hier wirklich eine 3, wenn nicht sogar eine 4 rauskommen. Bin mal gespannt. Ich bleib dran und gebe hier volle Förderung. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Ansonsten, wie gesagt, ist ja erst meine dritte Saison mittlerweile. Und ich muss schnell wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Ich kann das nicht sehen, wenn ich irgendwo finanziell so schlecht dastehe. Aber ich habe erstmal investiert ins Stadion, um dann in der Rest der Saison noch ein bisschen was rauszuholen. Hoffentlich klappt's. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Bis dann. Euer Bergi. Ciao.